Hallo und herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeuge. Ich stelle euch heute diese Barbie vor. Das ist eine Barbie mit einem kleinen Hund dabei. Hier vorne steht auch Puppe und stubenreines Hündchen. Ja, man sieht auch schon hier, man kann mit dem Hund einiges machen. Das sehen wir dann später. Und ja, die Puppe ist geeignet ab 3 Jahren und ist von der Marke Mattel. Ja, jetzt mache ich das Ganze mal auf. Wir schauen mal, was da alles mit dabei ist. Ich bin schon wirklich sehr gespannt. Ich habe jetzt mal vorne die Verpackung abgemacht. Das war schon etwas schwierig, wie meistens bei so Verpackungen. Also am besten mit Schere. Mit der Schere kann man das machen. Ja, und jetzt schaue ich mal, was das hier alles ist. Als erstes befreie ich mal Barbie. Die ist auch ziemlich fest hier angebunden. Auch die Haare sind sogar hier angebunden. Der Kopf ist festgemacht, also wirklich sehr gut verpackt. So, ich habe es geschafft, die Barbie zu befreien. Die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sie hat ein schönes Make-up, also relativ schlicht, relativ natürlich. An den Augen pinken Lippenstift. Und die Haare hier hinten, ja, so 2 Strähnen nach hinten gebunden. Und hier sind kleine Zöpfchen, also eine sehr sportliche Frisur. Hier vorne einen Scheitel. Und die Haare relativ lang, aber stufig geschnitten. Ich finde, das sieht nicht so schön aus. Hier sind so etwas kürzere Haare. Hier wird es dann etwas länger. Und sieht so sehr ungleichmäßig aus, finde ich. Die Haare fühlen sich schön an und sie hat sehr glatte Haare. So, jetzt sieht man es auch nochmal. Es sieht fast so aus, als hätte die hier an der einen Seite längere Haare als an der Seite. Vielleicht ist das extra, damit die so eine frische, stufige Frisur hat, wenn sie mit ihrem Hund unterwegs ist. Aber das gefällt mir persönlich nicht so gut. So, dann schauen wir mal, was sie anhat. Sie hat so ein T-Shirt mit 3/4 Ärmeln an. Das ist hinten einfarbig. Einfarbig hellblau, türkis. Und vorne mit Streifen, kleinen Schleifchen. Genau, hier sind noch so kleine Herzen drauf. Verschiedene Schleifen. Hier oben ist auch eine kleine Schleife angenäht. Und das Ganze glitzert so leicht. Dazu trägt sie eine Hose. Ja, 3/4 oder noch etwas länger sogar. Und das ist wie so eine Leggings. Pink, rosa pink und so leicht meliert. Hier unten die Hose ist abgenäht in Türkis, also in der gleichen Farbe wie hier oben. Also das Outfit passt ganz toll zusammen, finde ich. Und dazu trägt sie diese schicken Wedges. Unter der Fußsohle ist sogar ein B für Barbie. Und die Schuhe haben hier an der Seite ein Schleifchen, sind wirklich sehr hoch, wie Barbie ja immer sehr gerne trägt. Und ja, zu den Armen lässt sich sagen, also die sind hier gut beweglich, aber hier insgesamt steif, also kein Gelenk eingebaut. Sind beide relativ gerade, die Arme. Eine Hand ist so gerade ausgestreckt, so als ob Barbie grüßt. Und die andere Hand ist so geformt, da wird man wahrscheinlich die Hundeleine reinstecken können. Also die ist so geformt wie zu einer leichten Faust. Die Beine sind mit Gelenken. Und ja, mal schauen, einmal unter das T-Shirt gucken. Ja, Barbie trägt hier so eine hautfarbene Unterhose drunter. Ansonsten der typische Barbie-Bauch. Ja, das ist die Barbie und jetzt schauen wir mal, was noch mit in der Packung ist. So, nun habe ich das Hündchen befreit. Ein niedliches Gesicht hat das Hündchen und ich habe schon was rausgefunden, wenn man den so hinstellt.
und oben auf den Kopf drückt, dann öffnet sich das Maul und die Augen schließen sich. Und auch die Ohren gehen so ein bisschen nach oben. Der Hund ist so insgesamt beige und hat hier ein pinkes Halsband um. Und wir schauen mal, was hier vorne auf dem Halsband drauf ist. Ah ja, das ist das Barbie-Symbol. Das Halsband kann man so einfach lösen und wieder dran machen. Also so ein, so ein Halsband zum Stecken. Der Hund hat hier ja, so eine Art Satteltaschen. Erinnert mich so ein bisschen an so Satteltaschen von einem Pferd. Und hier ist auch das Barbie-Symbol. Die Taschen sind relativ matt. Und hier an der Seite ist eine Vorrichtung zum Aufklappen. Und hier oben ist etwas, da kann man was reinfüllen. Dabei ist diese Leine. Ja, hier ist noch ein Gummibändchen dran. Die Leine hat hier ein Herzchen und auch das Barbie-Symbol. Und die Leine ist elastisch. Also die ist so aus sehr weichem Kunststoff gemacht. Ist ein etwas hellerer Rosaton als diese Satteltaschen. Und das Halsband. Ja, insgesamt ganz niedlich das Hündchen. Ich finde es besonders süß, dass man das hier so auf, so drücken kann und dann macht er das Mäulchen auf. Ich probiere jetzt mal aus, wie das mit der Barbie hier zusammen ist, wenn die, diese Leine hält. Das ist jetzt nicht ganz einfach, aber ja doch, jetzt kann man diese Leine eben hier an die Hand machen. Der Hund wirkt relativ stabil, also wirkt nicht so, als ob hier was abbricht. Also gerade die Beine wirken sehr stabil, aber den Schwanz, den kann man ja hier auch bewegen. Wirkt so, als wäre der recht gut verarbeitet. So, und die Barbie, wenn wir sie jetzt hier haben, hat sie ihr Hündchen an der Leine. So. Ich habe jetzt auch die restlichen Teile aus der Verpackung geholt. Das ist einmal so eine kleine Hundeschale mit Herzchen drauf und da sind kleine Knochen drin. 5 Knochen sind dabei. Dann hier, ich nehme an, das ist der Hundekot. Kleine, ja, eiförmige, braune Plastikstückchen. Davon sind auch 5 dabei. Dann ist hier so eine Art Koffer. Kann man aufmachen an der Seite. Da sind Herzchen und kleine Knochen drauf abgebildet. Ja, und hier oben ist so ein Griff. Ich nehme an, den kann Barbie hier auch gut festhalten. So, dann haben wir hier so eine Müllzange, Hundekotzange. Die ist oben auch hier mit so einem Griff, damit Barbie sie festhalten kann. Insgesamt ist die auch relativ elastisch. Also hier die der Stiel nicht, aber hier oben das Ganze lässt sich auch so bewegen wie die Hundeleine. Und hier ist ein kleines Herzchen und wenn man das hochzieht, öffnet sich das hier unten. Und damit kann man dann hier vermutlich den Hundekot aufheben. Das teste ich mal einmal. So, ja, genau. Hier drin ist jetzt der Hundekot. Und den wirft man dann hier in diesen Mülleimer. Der ist auch mit dabei. So, hier seht ihr nochmal im Überblick alles, was im Set enthalten ist. Barbie, ihr Hündchen und die Zubehörteile. Ja, und in einem nächsten Video von mir seht ihr dann, wie das Ganze funktioniert. Wie das Hündchen frisst und anschließend den Kot ausscheidet. Das probiere ich alles mal aus. Das seht ihr dann beim nächsten Mal. Ja, und das war's für heute mit diesem Video. Ich zeige euch nochmal, wie unser Hündchen das Mäulchen aufmacht.
zum Abschied. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann drückt auf den Daumen nach oben, schreibt uns einen netten Kommentar in die Kommentare und schaut auch unsere anderen Videos. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und tschüss!